Okay. Kostet nix. Ist gut. Oh, ne. Du weißt, sie nennen mich den Nebelmann. Und weil ich so viel in den Nebel herumbringe und Leute erschrecke? Ach, das waren die Tage. Ach so, ja doch, also irgendwie anscheinend früher, wo er klein war oder so. Ist der ganze Nebel rumgejumpt und hat Leute erschreckt, ja? Muss ich das so, ja, okay, so interpretiere ich das. So, wir haben Nacht. Also. Wie mache ich das jetzt genau? Puh. Ich weiß nicht. Die brauche ich trotzdem, ne? Und die brauche ich auch. Nein, die brauche ich nicht. Den brauche ich nicht, den Eisschuh. Aber den hier brauche ich. Aber den brauche ich. Den brauche ich auf jeden Fall. Dann brauche ich den nicht. Ja. So, funktioniert jetzt meine Taktik hier immer noch? Boah, übelst keine Ahnung. Ich guck einfach, was das jetzt wird. Oh Gott, das wird, holy shit, wird das. Ich gehe davon aus, not enough sun. Achso, ja, okay, ich habe nicht genug Sonne. Aber funktioniert das Prinzip davon? Wenigstens? Also funktioniert das gleich, da durchzuschießen? Naja, eigentlich habe ich es, glaube ich, für unsere Triple Shooter habe ich das Ding jetzt eigentlich geholt, ne? Im Großen und Ganzen habe ich das eigentlich schon dafür gemacht, aber warte, ich kann jetzt einfach die Teile aufpflanzen, ne? Ja, genau, die kann man einfach direkt im Wasser pflanzen. So. Natürlich ist das ziemlich geil wegen dem Nebel, aber ich gehe davon aus, dass die erste Runde hier ziemlich easy jetzt wird. Dass man sich hier wieder erstmal einfindet. Ich gehe davon aus, weil es hier irgendwie nur eine große Welle gibt, übrigens. Deswegen. Ah, jetzt ist mir aufgefallen, was mir gerade fehlt. Ich habe die Teile hier nicht mehr gemacht. Diese Pflanzendinger da. Seeblätter. Scheiße. Verdammt. Das ist doch total dämlich. Ich meine, jetzt habe ich keine vernünftige Abwehr mehr. Das ist ja mal übel. Übel. Ich hätte lieber auf die kleinen Teile hier verzichten sollen, oder? Kann das sein? Au, weia. Okay, jetzt haben wir erheblich weniger Sonnen. Oh, oh, das stellt mich vor ein kleines Problem. Ich muss das irgendwie wieder wettmachen, ne? Okay, den Fehler mache ich, glaube ich, gleich nicht nochmal. So, und irgendwie, obwohl die Sachen null kosten manchmal, komme ich gar nicht dazu, die da hinzupacken. Aber egal, wir haben ja schon... Na, okay. Wir haben schon mal ein Drittel geschafft. So, was ich mich trotzdem frage, ist, ob da auch Dinger da durchkommen, weißt du? Ob das auch umwandelt. Probieren. Geht über studieren. Ich probiere es einfach mal aus. Oh. 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 Da war dämlich. Boom. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da unten kein Schießding ist. Habe ich gar nicht gemerkt. So, mal gucken, ob das jetzt gleich wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was war das nochmal für ein Geräusch? Ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe, wenn ich das höre. Ach so. Die Leute hier. Ach so. Die Teile sind ein bisschen irre. Ich glaube, die sollte ich so direkt immer auslöschen. Die sind mir irgendwie ein bisschen zu strange. Ich gucke jetzt mal oben, ob das funktioniert mit den Feuerdingern. Wie ich das wollte. Nein. Das funktioniert nicht. Das heißt, die kann ich schon mal vergessen, wenn ich die benutze. Oh, den kriegen die sowieso nicht kaputt. Und die sind jetzt dementsprechend unnötig. Habe ich zwar gesagt, dass sie unnötig sind, aber das war noch längst kein Grund, die zu entfernen, weil wir uns ja nachher noch Tree Peter holen werden. Oder zumindest gehe ich davon stark aus, dass wir das machen werden. Tree Peter.
Okay, allgemein war das jetzt, glaube ich, nicht so gut durchdacht. Ne. Nicht so gut auf das, auf den Pool hier abgestimmt. Ah, okay, das ist schon mal was Gutes. Also zumindest hier die Tree-Peter, das ist was Gutes. Ob das jetzt gerade erheblich meine Lage verbessert, weiß ich nicht. Okay, die werden schon mal runtergezogen, das ist gut. Und wieder neu nachsetzen. Ich weiß sogar nicht, wie ich mit diesen kleinen hier umgehen soll, mit den kleinen Schießern. Ich weiß ja nicht wirklich, ob die mir helfen, ne? So, irgendwoher kommt schon wieder so ein Spasti. Da oben kommt der. Tschüssi. Ach ja. So, soll ich hier nochmal so ein Ding hinpacken? Wurde jetzt eigentlich die Final Wave schon angekündigt jetzt gerade eben? Oder habe ich das verpasst? Ist das der letzte jetzt? Oh, scheinbar schon. Ey, kommt mir nicht mit noch mehr Pflanzen an. Ich kann auch jetzt schon nichts mehr irgendwo reinstecken. Lights up an area, letting you see through fog. Will ich das? Nö. Eigentlich nicht. Okay, das sieht wieder nicht... Das sieht nicht ganz so schwer aus, mal wieder. Aber diesmal jetzt krass überlegen. Also Lilypads, ja, auf jeden Fall. Squash-Dinger, ja, auf jeden Fall. Dreipad-Dinger da, ja. Jalapeno, ja. Torchwood, ja. Das ist nur aber für die Three-Peter. So, dann noch Seashroom. Tangle. Das letzte muss ich mir wirklich jetzt ausdenken, überlegen. Ja. Nein. Das kann ich doch so nicht machen. Das kann ich doch so nicht machen. Hier ist irgendwas nicht gut. Naja. Wir haben halt keine Damage-Dealer, so im Großen und Ganzen. Keine billigen zumindest. Ha. Ich bin doch schon... Ich bin ohne diesen Schuben doch schon mal klargekommen, oder? Ja. Bin ich. Puh. Ich bin ohne die klargekommen, also werde ich jetzt noch weiterhin damit klarkommen. Was wollte ich denn sonst noch machen? Stattdessen wollte ich mir einen billigen Damage-Dealer holen, ne? Ja. Ready, set and blend. Okay. Gut. Dann machen wir das genauso. Ich habe das Gefühl, dieses Wasserschießding, ne, das brauchen wir nicht. Ist nur so ein Gefühl, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass wir es einfach nicht benutzen sollten. Not good, not good einfach. Ich glaube, es wäre wirklich Verschwendung. Eine Slot-Verschwendung. Ich glaube, da eignet sich hier diese hier, glaube ich, um einiges besser doch. Ich bin mir fast sicher. So, ich benutze den jetzt auch direkt. Spuck. Spuck. Und Spuck. Wunderbar, super machst du das. Ey, ich hoffe, du stirbst jetzt auch mal. Komme ich jetzt wirklich zum ersten Mal in diese Lage? Nein, ne? Das will das Spiel nicht zulassen. Gib mir eine Sonne. Okay, das Ding lebt noch. Aber wir sehen... Nicht gut. Verdammt nochmal, nicht gut. Oh oh. Ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Die, ich habe vergessen, dass die so kacke sind, die Teile. Shit. Ich glaube, wir brauchen zum ersten Mal ein Rasenmäher. Nein, brauchen wir nicht. Sehr gut. Nein, da kommt noch einer. Shit. Was machen wir? Ne, ich muss... Ne, ich lass den Rasenmäher jetzt durchkommen. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Wir haben dadurch ja nicht automatisch verkackt oder so. Deswegen ist es mir wurscht. Kann ich nicht einfach hier sagen... Ey, hey, hey.
Mach dich weg, Alter. Tschüss. Stirb. Ja. Wir haben das... Das Ganze haben wir für jede Lane einmal und nein und fuck und bla und... Nein. Für wen? Für wen soll ich benutzen? Leute! Ich hab Scheiße gebaut. 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 Große Scheiße. Große, große, große Scheiße. Ganz, 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 ganz große Scheiße. Wir haben hier gerade 2 Rasen mehr verloren. WTF. Einfach nur WTF, Leute. Ich habe diesmal alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Ich habe doch gesagt, dass ich hier noch nie verkackt habe. Ich glaube, jetzt kommt der Moment. Jetzt werde ich verkacken. Ich werde verkacken. Ich werde sowas dann verkacken. Ich habe Angst. Da schwimmt irgendwas. Im Wasser. Es will mich töten. Ich spüre es, dass es mich töten will. Nein, mach kaputt. Spuck. 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 Wunderbar. Spuck weiter. Spuck weiter. Okay. Nein. Ja, es ist tot. Es ist tot. Nein. Was kommt da denn für ein Spasti? Ich will das nicht. Nein. 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 Gib mir eine Sonne. Gib mir noch was. Irgendwas. Ich will nicht, dass das Ding kaputt geht. Doch, du. Stirb. Mach keine Faxen. Fress mein Viech nicht auf. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab Angst. Gott, diese Runde. Die geht nicht an mich. Die ist scheiße. Die Runde sch... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Fuck. Ich hab verkackt. Ich glaub's doch nicht, aber ich verkackt. Ich hab verkackt, 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 verkackt. Ich hab verkackt, Leute. Ich hab ehrlich eine Runde verkackt. Da kann ich nichts mehr gegen machen. Rein, gar nichts. Ja, komm, geh durch. Komm! Oh! Knapp! Knapp! Was laber ich von wegen knapp? Das wird noch viel knapper. Da! Goddammit! Was soll ich machen? Nein! Wo ist der andere Spasti jetzt schon wieder unterwegs? Nein, okay. Scheißrunde, Scheißrunde. Verkackt. Ja, komm. Restart Level, das ist doch echt lächerlich. Das ist echt lächerlich, das brauche ich mir nicht nochmal antun. Also, was war jetzt mein Fehler? Wo war jetzt mein primärer Ultrafehler? Wo war jetzt mein Ultrafehler? Ich versteh's nicht. Irgendwas habe ich gerade richtig verkackt. Irgendwas habe ich gerade richtig verkackt. Und zwar einfach, glaube ich, nur, dass ich diese kleinen Shrooms nicht geholt habe, die einfach nur diesen Blubber-Damage machen. Diese ganz schwachen Teile. Und dass diese anderen sich ducken, das hat mir irgendwie jetzt mega das Genick gebrochen. Das war echt schlecht. Das war echt schlecht. Also, oh. Das ist echt krass gewesen. Echt krass schlecht. Oh Mann. Gut, na egal. Kann ich jetzt nichts wieder machen? Kann ich ja nicht irgendwie wieder gut machen oder so? Wir haben es jetzt einfach... Ach, wie auch immer. Wir haben es jetzt einfach mal neu gestartet. Und dieses Mal machen wir es halt hoffentlich richtig. Und ich glaube auch, dass es um einiges einfacher wird mit diesen Scheiß-Shrooms, einfach mit diesen Standarddingern hier. Die haben auch eine viel größere Basis. Viel mehr Mushrooms. Was hat das denn jetzt für ein Move von mir wieder? Muss ich das wieder verstehen? Das ist irgendwie Grütze, das ist Gehirngrütze. Ach, Mann.
So. So, irgendwas ist hier im Anmarsch. Ich weiß nicht, was es ist. Es hat keine Polone auf dem Kopf, deswegen ist es, glaube ich, nicht so böse. Ja, okay, das Ding ist schon mal tot. So, hier machen wir neue Sunshroom. So, was greift eigentlich was hier gerade an? Na, hier in dieser Lane ist also irgendwas los. Okay. Was? 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 Wieso mache ich das Ding da unten hin? Also ich glaube wirklich, ich muss gleich erstmal was essen. Also, irgendwie mein Gehirn funktioniert gerade überhaupt nicht. Ich platziere das hier hin und starte so eine komische Runde. Was ist das? Was ist das für eine komische Aufnahme? Und ganz am Anfang des Spiels meinte ich einfach wegen, ach, das Spiel ist so einfach, yo. Aber nicht, wenn mein Brain AFK ist, dann ist das Spiel schon echt... Richtig, echt hart. Nein, ist es nicht, aber... Wenn man nicht denkt, dann, naja, dann kann man schon verkacken. Scheinbar. So, was wollte ich jetzt nochmal direkt machen? Keine Ahnung, was ich jetzt machen wollte. Pack einfach mal so ein Ding hier ins Wasser. Denn wenn da jemand lang geht, dann... Ja, kann er so eine, ja, hat er so seine Überraschung. Oh. Da wurde jemand weggedings. Gut, alles klar. So, das Gute ist, wir sehen gerade, mit den kleinen Dingern ist es um einiges besser. Wir kommen gerade viel besser zurecht. Und wir sind noch nicht in irgendeinen kritischen Moment reingekommen, in dem wir sagen, oh nein, wir sterben jetzt. Aber ich weiß auch gar nicht, was jetzt passiert wäre, wenn so ein Zombie durchgelaufen wäre. Ich glaube wirklich, wir wären gestorben. Ich glaube, dann käme bam, badam, badam, verkackt. Irgendwie sowas. Ich kenne den Game Over Screen von Plants vs. Zombies nicht. Oder auch, ob es überhaupt einen gibt. Ich weiß nicht. Ich will es aber auch gar nicht ausprobieren. Ich stehe eigentlich nicht so auf Niederlage. Ich platziere das Ding jetzt einfach wirklich mal dahin. Und warum? Einfach nur, weil ich irgendwas hier machen wollte. Was wollte ich genau machen? Ich weiß nicht. Aber irgendwo hier kann ich noch was hin platzieren. So. Hier könnte ich theoretisch auch irgendwas hin machen bauen. So. So, was ich jetzt machen wollte, ist genau das. Ich wollte so. Und hier drauf wollte ich so einen Fettsack machen. Genau. Für den Fall der Fälle. Falls irgendjemand meint, könnt ihr einfach durchgehen. Was mache ich denn mit denen hier unten? Dann möchte ich ja nicht so gern sterben. Naja, dann muss ich ihn halt so töten. Und wo kommt der lang? Wo kommt er lang? Wo kommt er lang? Und wo macht er Faxen? Ist er tot? Ich glaube, der ist gestorben. Keine Ahnung, ich platziere hier irgendwas Nebel hin. Ist mir auch so ein bisschen wurscht. Aber nur teilweise wurscht. Nicht ganz wurscht. Ja, wir haben noch so einen Repeater. Ich nehme nicht mal Doppel-Shooter. Ich nehme die eigentlich nur noch Repeater, die Teile. Obwohl sie Three-Peter heißen. Naja. Wie auch immer. Wen interessiert's, ne? So, kommt ihr da oben eigentlich klar? Ja, fress den auf. Ich hole dann noch einen neuen hin. Ja, yeah, viel Spaß beim Weiteressen. So, ist hier irgendwas frei? Ja, da war was frei, gut. So, und weiter geht's mit den Three-Beatern. Mit meinen Triple-Shootern. Da läuft doch um einiges besser. Um einiges. So um tausendfach mal besser, einfach nur. Aber ich frage mich, ob wir da mit der Kombi ewig durchkommen. Doch, könnte sein, dass es doch irgendwie klappt. So, gucken. Machen wir das mal so. So, wo fressen die gerade irgendwas auf? Hier frisst er also was auf. Ah, okay. Hier frisst er was auf. Macht das nicht kaputt. Vergiss es.
Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, jetzt hast du mein ganzes Zeug weggefressen. Jetzt sieh zu, dass du es wieder zurückkriegst hier alles. Na, wo kommen die ganzen Spastis jetzt? So, ich kann hier noch so ein Ding entpacken und noch hier irgendwas anderes entpacken. So, wo sind die denn hier so fleißig am Essen? Ach, da unten. Ja, okay, gegen den kann ich jetzt gerade nicht viel machen. Mit dem, ja, da muss ich einfach gegen klarkommen. Der frisst das wahrscheinlich auf, ja, gut. Aber der kommt nicht so weit. Gut, das wär's. Bin ich ja froh. So, was haben wir denn hier? Das ist jetzt einfach mal so ein Ding. Das ist Shoot Spikes that can pop Balloons. Ja, das schießt, also das ist ein Kaktus und dieser Kaktus, der schießt einfach seine Stacheln und der kann Luftballons kaputt machen. Ja, das heißt, da gibt es jetzt irgendwelche Luftballongegner jetzt bald schon wieder. Gut, aber wir machen am besten auf dieser Stelle erstmal ein kleines Spoilergeläute und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.